Als nächstes habe ich hier eine LN-Funktionsschar vorbereitet und ich möchte noch sagen, dass ich die Aufgaben hier selbst erfunden habe, A bis G. Das heißt, wenn die ein bisschen schwerer sind als die, die ihr fürs Abi lernt, dann nehmt das hier einfach als zusätzliches Training wahr. Also es geht um diese Funktion fa von x gleich x² ln ax², wobei hier erstmal x und a beide aus R sind, ohne weitere Einschränkung. Und bei a ist jetzt gefragt, welche Werte darf a annehmen, damit die Funktion wohl definiert ist. Man kann sich überlegen, dass es ja nicht für alle a geht. Und dann ist auch noch der Definitionsbereich gesucht. Bei b soll nachgewiesen werden, dass fa achsensymmetrisch zur y-Achse ist. Dann geht es bei C um die ersten zwei Ableitungen, sodass man bei D eine kleine Kurvendiskussion durchführt, also Nullstellen und Extrema. Die sollen auch wieder deklassifiziert werden, also die Extrema. Und diesmal ist auch noch die Ortskurve der Tiefpunkte gesucht. Ab E ist dann A gleich 1 und ja, in E soll einfach nur F1 anhand der Daten skizziert werden, die man berechnet hat. Bei F ist dann eine Stammfunktion von F1 gesucht. Dafür braucht man die Substitutionsmethode, wobei die Substitution gegeben ist. Das heißt, die F wäre hier eine LK-Aufgabe. Und bei der G ist dann eine Fläche gesucht, die der Graph von F1 nämlich mit dieser Funktion hier einschließt. Ja, also fangen wir einfach direkt an. Welche Werte darf A annehmen, damit die Funktion wohl definiert ist? Und wie ist der Definitionsbereich? Gucken wir uns FA an. Da steht hier im ln dieses ax². Was wir einfach zuerst machen, ist, wir gucken mal, was passiert für x gleich 0. Das ist nämlich nicht klar, denn da entsteht ein undefinierter oder erstmal nicht sinnvoller Ausdruck. Ich schreibe dazu fa von x nochmal hin. X² ln ax². Also, erster Fall, den wir betrachten, ist x gleich 0. Dann steht hier fa von 0. Und das ist 0 mal, weil hier steht ja 0, ja, und ln von 0, das wäre minus unendlich. Ich schreibe das mal so hin. In Anführungsstrichen, das ergibt ja keinen Sinn. Aber was man weiß, ist, dass die Potenzfunktion die Logarithmusfunktion dominieren, so wie die E-Funktion die Potenzfunktion dominiert. Also diese divergiert viel langsamer, als sie gegen 0 konvergiert. Und deswegen ist dieser Grenzwert hier existent. Also kann man 0 einsetzen, denn hier kommt 0 raus. Ja, also es ist okay, aber man kriegt keine Aussage für a. Deswegen gucken wir uns jetzt an, was ist für x verschieden 0. Da gucken wir uns mal dieses Argument dann an, ax². Und ja, für Wohldefiniertheit muss das im Logarithmus stehende, also das Argument, größer 0 sein. Dann kann ich an der Stelle durch x² teilen. Das geht, weil ja x verschieden 0 ist, dann ist auch x² verschieden 0. Und da x² ja immer positiv ist, teile ich auch durch eine positive Zahl, sodass das Relationssymbol gleich bleibt. 0 durch x² ist 0 und vorne bleibt dann das a stehen. Also habe ich herausgefunden, dass a größer 0 sein muss. Das ist das Resultat für die Einschränkung. Und zum Definitionsbereich. Naja, außer 0 darf ich ja sowieso alles einsetzen, das macht ja gar kein Problem. Hier sowieso. Hier steht dann was Quadriertes, was positiv ist. Für positives a bleibt es positiv, ist okay. Und wenn ich 0 einsetze, haben wir hier oben gesehen, kommt 0 raus, ist auch okay. Kurzum, ich darf alles einsetzen und der Definitionsbereich ist ganz eher. Nur a muss größer 0 sein. Damit ist die Aufgabe a auch gelöst. B weisen Sie nach, dass fa achsensymmetrisch zur y-Achse ist. Dazu ist nachzuweisen, das schreibe ich mal so hin, zu zeigen, ist, dass fa von minus x gleich fa von x ist. Man kennt zwar diesen Spruch, dass die Funktion genau dann achsensymmetrisch ist, wenn alle Potenzen, die vorkommen, geradzahlige Exponenten haben. Aber das gilt nur für Potenzfunktionen, deswegen müssen wir das hier nachrechnen. Das ist nämlich allgemein die Definition für Achsensymmetrie zur y-Achse. Ja, setze ich einfach mal minus x ein, hier für x. Dann steht da minus x zum Quadrat ln a von minus x Quadrat. Klammer zu. Ja, dort das Quadrieren das Minus kaputt macht, kommt dann hier x Quadrat raus. Und hier ln von a. Hier das gleiche Argument, also minus x Quadrat ist x Quadrat. Ja, und dann steht auch schon direkt wieder fa von x da. Das heißt, dieser Nachweis hier ist ein Einzeiler. Und ich bin schon direkt fertig. Hab das nachgewiesen. Bei der C bestimmen Sie die ersten zwei Ableitungen fa' und fa2'. Müssen wir mal gucken.
schreibe dazu nochmal fa von x ab. Das ist x² ln ax². Ja, dann habe ich, wenn ich mal genau hingucke, hier ein Produkt, Faktor u und Faktor v. Und der Faktor v ist sogar eine Verkettung, das heißt, ich brauche die Produkt- und die Kettenregel. Außen steht ein Produkt. Ich brauche also u'v plus vu'. U' ist 2x und v ist ln ax². Dementsprechend habe ich hier u' und v. Und jetzt kommt plus u v'. V', das ist ln abgeleitet erstmal als äußere Funktion. Ja, ln ist abgeleitet 1 durch Argument, also 1 durch ax². Und dann mal innere Ableitung, das ist die Ableitung von ax², das ist 2ax. Dementsprechend habe ich hier diesen Term zu u und das hier ist v'. Den Term links muss ich abschreiben, aber rechts kann ich kürzen. Also plus, hier x² kürze ich mit dem, das a mit dem, bleibt eigentlich nur 2x übrig. Ja, was ich jetzt noch mache, ist ausklammern, das 2x steht in beiden Termen. Also 2x mal, Klammer auf, ln von ax² plus 1. Für die zweite Ableitung benutze ich allerdings diese Darstellung anstatt das Produkt hier. Dann kann ich nämlich, ja, ich habe da immer noch die Produktregel, aber es wird trotzdem ein bisschen schöner und einfacher sein zum Ableiten. Hier habe ich wieder ein u und das ist mal wieder mein v. Ja, u'v plus vu', da habe ich hier 2 mal ln ax². Das wäre dann u'. Oh, was ist denn da los? So, jetzt haben wir es wieder. V plus uv'. V' ist wieder 1 durch Argument mal innere Ableitung 2ax. Also hier u und hier v'. Plus, darf man nicht vergessen, die 2 hier, 2x wollen auch abgeleitet werden, also plus 2. Hier kann ich wieder ein bisschen zusammenfassen, das links allerdings nicht. Das lasse ich so als 2 ln ax². Aber hier kann man viel kürzen. X mal x ist x², kürze ich mit dem weg, das a mit dem. Bleibt eigentlich nur 2 mal 2 übrig, also 4. Und 4 plus 2 ist 6. Und dementsprechend habe ich die zweite Ableitung hier als 2 ln ax² plus 6.